Ja, liebe Leute, damit ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal bei dem Electrox mit einem neuen Let's Play. Das Spiel heißt Dead by Daylight. Kam schon ein Stück jetzt, ja, von kurzem Stück jetzt raus und ist ein Horror-Survival-Game. Und ja, wie ihr seht, an dem Lagerfeuer sitzen vier Charaktere. Ja, das sind die Überlebenden. Und hier rechts im Bild mit der, ja, dem kleinen Buttermesser. Ja, das ist der Killer, der uns hier jagen wird. Und das Spiel ist rundenbasierend, sage ich mal. Man hat nur ein Leben. Muss in dem Spiel auch Generatoren finden. Ja, die anschalten, um dann den Ausgang öffnen zu können. Und man kann auch die Leute wieder befreien und so weiter. Und es gibt hier noch verschiedene Skills, Sachen. Ja, alles sowas. Ich möchte auch nicht zu viel verraten. Wir versuchen einfach mal rein zu joinen. Ja, sei ein Überlebender. Versuchen wir mal. Und ich habe schon mal angefangen. Leider sind wir, also das waren zwei oder drei Spiele. Leider sind mir die Let's Plays ohne Tonaufnahme gewesen. Ja, weil ich nicht den Output hier richtig eingestellt hatte. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt nichts weiter verpasst. Wir hatten ein Medikit gehabt und ein Stück von der Karte gefunden. Ja, und irgendein Stück von einem Band, das uns etwas schneller heilen soll. Und mehr habt ihr noch nicht verpasst. Ja, trete einer Lobby bei. Habe hier noch einen anderen Herrn ausgewählt. Ja, man kann hier zwischen den vier Chars, die da an dem Feuer saßen, wählen. Hier oben diese Punkte, die gewinnt man natürlich, wenn man jetzt überlebt oder einen Generator zum Laufen bringt zum Beispiel oder Leute gerettet hat oder man schafft es dann zum Ausgang. Sowas zum Beispiel. Jetzt geht wieder das Spielbeitritt nicht. Sollte jetzt funktionieren. Ja, hat geklappt. Okay. Ich habe jetzt mal davor in den drei Spielen, wo es leider nicht geklappt hat, habe ich mit der Maus und Tastatur gespielt. Ich wollte eigentlich mal gerne mit dem Gamepad spielen, und zwar mit dem Xbox 360. Und ja. Schauen wir mal, ob da das jetzt einfach während des Spiels auch angenommen hat. Kann natürlich sein, dass es nicht geht. Oh, man kann ja einfach mal aus Spaß auf Ausstattung drücken. Ja, also er hat es anscheinend genommen. Mit dem Gamepad zurückgehen. Ich weiß aber die Tastenkombination hier überhaupt nicht. Also müssen wir mal schauen, irgendwo rennt man und ja. Ich hoffe, das wird während des Spiels dann auch mattes Reagenzverfahren, verdichtet gleich den dunklen irgendwas. Hm. Ist immer so schnell weg. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Ach egal, kommt auch mal wieder. Und ich habe in den ersten drei Spielen gemerkt, also man braucht wirklich ein Team, wäre ganz cool, wenn man dann gegen jemand anderes spielt, ja. Wäre von Vorteil, es ist nicht einfach mit Leuten, die man nicht kennt, zu spielen. Ja, gerade wenn am Anfang schon zwei Leute weg sind und ja, du musst hier dann fünf Generatoren hier hochfahren, sage ich mal. Ja, da gibt es immer noch so einen kleinen tricky Shot, sage ich mal, wo man dann in einem Kreis, da kommt dann so ein Pfeil und da bewegt sich und innerhalb von einem kleinen Radius muss man da drücken eine Taste, um sozusagen den schneller voranzutreiben, dass man den anbekommt. Schrottplatz, Auto, was, Auto helfen. Schrottplatz, okay. So, also wir können ja gehen. Crouch ist LT. Ja, was ist denn Rennen? Ach du Scheiße. Oh, ich habe jetzt erstmal Maus und Tastatur genommen, kurz.
Alter Schwede. Also, ich weiß nicht, warum beim Xbox Controller gerade das Rennen nicht ging. So, Scheibenkleister, einer ist tot. Jetzt haben wir den Salat. Brauchen Generatoren. Einer macht hier schon so ein Ding an. Können wir natürlich helfen. Ja, und das meine ich. Da muss man dann Leertaste drücken. Oder halt dann am Controller irgendeine Taste. Scheiße. Nein, da hat es auch nicht geschafft. So, wir sind noch zu dritt. Da kam es jetzt nicht. Wieso fängt da hier wieder eins an? Rein. In Hoffnung, dass er uns nicht kriegt. Also. Da ist der Bösewicht. Wir sind natürlich schon. Sehen, dass wir auch wieder hier wegkommen. Ich vermute mal, der ist nach links. Das ist tolle Wurst. Ah, da macht das Ding. Und das Gefühl, dass der Kollege hier gleich kommt. Ja, den Generator angemacht hat. Natürlich, wenn wir jetzt im Schrank stecken, glaube ich nicht, dass wir hier schnell rauskommen. Ach hier, sieh mal einer an. RB. Das habe ich natürlich auch noch nicht versucht. RB können wir raus. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ja, mach's gut. Also ich habe mich gerade doch für die Maus und Tastatur entschieden. Ja, könnte sein, dass jetzt die Abmeldung des Controllers mit drin ist in der Aufnahme, aber egal. Irgendwo ist der. Man sieht die Leute jetzt nicht. Normalerweise werden die rot markiert. Da ist ja noch irgendwo in der Nähe. Oh, da hat ihn aufgehangen. Wir gehen doch mal rein. Und er kommt da ja gleich. Da ist er. Der war im Haus. Der war im Haus. Na komm. Geh da mal weg. Da ist hier immer noch. Da hinten war irgendwas. Yeah.
Scheiße, wenn er jetzt kommt. Das Gestöhne, glaube ich, hört er nämlich auch. Nichts wie weg hier. Und den Generatoren zwei Stück noch. Wo ist er denn hin? Oh, der hat hier einen gefunden. Oh, da ist glaube ich da oben. Ne, hier. Nur noch ein Generator. Komm. Ah, knapp. Ah, ist immer so verdammt unterschiedlich. Das heißt, es rennen. Drüben ist ein Ausgang. Das von Schatten, das check ich nicht. Da sind Fallen. Komm, mach das Ding auf. Macht aber auch laut, ne? Und wir haben es geschafft! Jawohl! Zum zweiten Mal bin ich entkommen, ja, in den anderen Aufnahmen, aber jetzt mit euch hier zum ersten Mal in diesem Let's Play. So, wir haben 10.979 Punkte und können was upgraden. Geil! Machen wir aber gleich. Die Lobby war ganz gut jetzt. Klicken zum Fortfahren. Das Blutnetz. Ja, das sehen wir jetzt hier. Und wenn wir immer ein Blutnetz erfüllt haben, dann steigen wir ein Level natürlich auf. Das hier. Ja. Die Zahl, die 20, habe ich keine Ahnung. Was gibt's hier? Ja, jetzt kostet die Taschenlampe 5000. Wurden. Achso, nee, das war das Medipack. Powerglühlampe. Glühbirne, ja. Eine winzige Taschenlampenglühbirne ausgestattet mit höherer Wattzahl für einen helleren, kraftvolleren Lichtstrahl verstärkt leicht die Taschenlampe-Effekt gegen den Killerstab. Okay, Geheimkiste. Gebetskette, eine strafgebundene Seil. Gebetsritualen verwendet wird, das kann dem Hauptschlüssel zugefügt werden. Fügt dem Hauptschlüssel 10 Sekunden Gebrauchsdauer zu. Stapelt. Und stapeln, okay. Gerissenes Fleisch. Schwierigkeit mit da, du versuchst dich aus Baumfallen und von Haken zu befreien. Das ist natürlich gut, ne? Wenn wir festhängen, kann man uns eventuell besser befreien. Oh, ja? Cool, hier haben wir eine Taschenlampe gleich drin, ne? Und dann noch die Powerglühlampe dazu. So, das war's dann auch erstmal. Und hier irgendwie, hier ist die Powerglühlampe. Hier ist eine Taschenlampe. So, die haben wir auch ausgerüstet. Das, den Perk haben wir auch ausgerüstet. Gibt es dann halt noch Haufen mehr. Genau. Und das hier ist der Killer. Ah, den können wir dann auch noch anpassen. Okay, nice. Ja. Das ist das Blutnetz, genau. Ach, und hier können wir dann noch mehr Perk-Slots freischalten. Kann man den Herrn noch anpassen? Ach, den gibt's noch mit Bart. Ja, Bart finde ich ganz cool. Sieht ganz nett aus. Oh, ist das zu hell, oder? Hat's schon bei grün belassen.
Nein, die Hose auch, denke ich. Hoffentlich, also ich hoffe auf jeden Fall, so wie es aussieht, gibt es ja hier auch noch mehr. Und da freue ich mich schon drauf. Add-ons, okay, kann man da noch was hinzufügen. Ja, mehr haben wir jetzt erstmal nicht. Ja. So, und damit sind wir auch schon beim ersten Let's Play am Ende. Wir haben gewonnen, geil, gleich beim ersten Mal. Und so muss das sein. Ja, es kann natürlich auch viel, viel anders da laufen. Ja. Und ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das kleine Let's Play hier gefallen an dieser Stelle zu Dead by Daylight. Und ja, ich bin der Electrox. Lasst mir einen Daumen da, würde ich mich sehr freuen. Oder ein Abo, wenn ihr mögt. Ja, auch hilfreiche Kommentare wären geil. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss, euer Electrox.